guten Morgen auf Maus gecheckt. Wir verlassen jetzt nach 3 Stunden Packen unser Zimmer. Das war ein bisschen schwierig. Wir haben viele Sachen, die wir irgendwie mitnehmen müssen. Aber wir haben unsere Koffer. Aber es geht noch nicht nach Hause, sondern um 8 Uhr und haben wir schon unsere Bestätigung von den Villas beim Grand Flowy, die in Resort and Spa bekommen, dass unser Zimmer fertig ist. Und wir fahren jetzt per Lift für ca. $12 rüber ins andere Resort, weil normalerweise hätten wir die Koffer per Hotelservice übertragen lassen, aber dadurch, dass die Zimmer schon fertig sind und so weiter, ist das billiger als tippen, dann die Koffer selbst dorthin zu tragen. Und deswegen freuen wir uns jetzt auf das nächste Hotel. Ja! Und freust du dich auf den Park? Ja, auch, aber auf jeden Fall aufs Hotel. Ja, erstmal im Pool. Genau. Nach einer Minute Wartezeit ging jetzt echt rubbel die Katz. Setzen wir in unserem RAV4, der echt schön ausgestattet ist. Koffer passen problemlos rein, ist ein normales Lift, kein Lift XL gebucht. Und hier gibt es sogar so Sachen wie Charger available und ja, cool. Richtig cool. Klappt immer problemlos. Und da fährt auch schon unser Lift White. Total easy, total cool, ne? Richtig klasse. Am Empfang hat er gesagt, ich bin der Fahrer. Und die hat dann gesagt, okay, wie ist der Name der Gäste? Und dann hat sie gesagt, welcome home. Und unsere Zimmer sind fertig. Und hier geht's rein. Genau. Und wir sind angekommen. Wir könnten direkt durchgehen zu unserem Raum. Allerdings möchte ich einmal noch die neuen Magic Band Plus, die wir für dieses Hotel bestellt haben, einsammeln. Das heißt, Steffi stellt sich in der Reihe an und ich filme eben das hier. Wie in jedem Hotel gibt es auch Recreation Activities. Das heißt, wir haben heute ein Campfire hier. Ah, nicht Fridays. Es ist ein Fridays-Abend. Auf alle Fälle gibt es genug Sachen, die wir uns halt hier anschauen können, mit so Trivias und so weiter. Das ist halt sehr cool. Ich mag das Gebäude hier sehr. Mit den 2 Riesen-Chandeliers. Was sind das für lange Kronleuchter? Das ist echt der Hammer. Und die Pinguine, die haben auch Spaß im Pool. Ist das ein tolles Hotel? Ich glaube ja. Wow. Und das Gebäude ist hier nur für DVC-Gäste. Anteilseigner. Penguin Waiters. Das ist ein altes Chocolate-Display. Mhm. Okay, cool. So, wir sind hier gerade beim Check-In. Und das heißt, wir sind hier und laufen gleich einmal raus aus dem Pool und dann halt zu unserem Hotel, was dort ist, das Gebäude 9. Das heißt, wir sind auf einer Wasserfront. Das ist cool. Okay. So, wir sind fertig zum Gehen zu unserem Zimmer. Die Magic Bands mussten noch einmal gesättigt werden, weil die halt ganz neu sind. Also wurden die einmal mit unseren Accounts verknüpft. Beziehungsweise kann ich das auch gleich über die App machen. Die müssen eh einmal geupdatet werden, vermutlich. Hier haben wir nochmal die Karte. Das heißt, wir sind hier, laufen hier dran vorbei. Einmal, nein, wir sind hier, laufen hier an dem Pool entlang und dann immer so rechts halten zum Gebäude 9. Okay. Und das hier ist das Hauptgebäude, wo wir uns gerade eingecheckt haben vom DVC. Hier geht es dann rüber zu unserem Hotelgebäude. Und hier hat man auch direkt einen Seezugang. Da sieht man den Monorail, der hier auch direkt hält.
und wir können jetzt einmal die Pools hier uns schon angucken, bevor wir zu unserem Hotel auch mal richtig also durchlaufen, zu unserem Hotelgebäude. Die ganze Anlage ist wirklich so abwechslungsreich auch von den Gebäuden, also wie das halt angelegt ist. Echt schön mit dem Brunnen hier. Immer wieder ein anderer Blickpunkt. Und das da müsste das Gebäude 9 sein, wo die neuen Villas drin sind. So. Und hier ist der große Pool. Drüben war ja der Baby- und Leisure Pool. Und das hier ist der Main Pool beim Grand Floridian. Und ist das unser Gebäude hier? Oh, das hier? Okay, schön. Bin mal gespannt, was für ein Zimmer wir haben. Und unser Gebäude 9 heißt Big Pine Key. Und hier gibt es auch noch mal so einen Mini-Empfang, wo jetzt gerade jemand rausgegangen ist. Auch wieder mit einem großen Kronleuchter. 1, 2, 3, 4, 5 Etagen. Und dann zeige ich doch mal direkten Zugang zum See. Wirklich. Wow, tatsächlich. Und hier gibt es Alligatoren. Und ja, hier gibt es wirklich Alligatoren. Ich habe sie schon im anderen Resort mal am Wasser liegen sehen. Es ist keine gute Idee hier am Wasser zu nah ranzugehen. Da vorne sieht man das Polynesian und hier sieht man dann unser Gebäude. Wow, das ist schön. Und echt schön ist die ganze Deko, oder? Hier mit den Lampen und die Sitzecke und Teppiche. Ja, richtig, richtig schön. Die Tapeten, die Wände, die Farben, cool. Und hier sind wir auf unserer Etage angekommen. Das sind zweite Etage. Cool. Okay, wir stehen vor unserem Raum. Das ist die Raumnummer 9241. Ich öffne die jetzt mit meinem Magic Band. Und rein geht es. Ich bin schon ganz gespannt. Oh mein Gott. Wie läuft sogar Disney? Okay, ich zeige mal als erstes das Badezimmer. Das ist. Okay, mach Tür ruhig zu. Mach Tür zu. Das Badezimmer ist okay. Was denn? Nur okay. Es ist okay. Ich würde sagen, es ist großartig, ja. Nice. Hi, da bin ich sogar drauf. Willst du auch aufs Video? Hallo. Und die haben sogar Floridian gedruckte Tissues. Also ja. Taschentücher. Also Kosmetiktücher. Ah, da ist auch noch ein Spiegel mit mir. Guck, guck. Da war ich jetzt. Boah, hier gibt es aber Spiegel. Boah. Okay, hier gibt es eine Dusche mit Licht. Sieht sehr gut aus. Oh, guck mal mit dem. Ja. Alten Duschkopf, so ein Metall. Und ein extra. Und, so. Das und einen zweiten Duschkopf, das macht es extra komfortabel. Das ist interessant. Okay, mit einem schönen Bild. Ja. Vom Freizeitpark, stilvoll. Schiebetür. Sieht so das Neueste, aber finde ich auch richtig klasse. Schiebetüren benutzen sie sehr viel, werde ich zu Hause auch einbauen. Ich bin ein großer Fan von, erzähle ich seit Jahren von. Okay, dann haben wir hier den Hauptraum. Guck, guck. Und zeig mal das Schlafzimmer. Hier gibt es einen Connecting Room, den haben wir aber nicht gebucht. Nee. Also es gibt halt für Familien dann immer die Möglichkeiten. Kaffee. Dann Kaffeemaschine. Mikrowelle natürlich. Genau, ist halt unten ein großer Kühlschrank. Dann haben wir auch die Keurig-Kapseln für Keurig-Maschinen, das System, von Joffreys, also aus
Ist das aus Florida, ne? Kalifornien oder Florida? Ich glaube, Florida. Florida. Du hast Produkt. Mir erzählt, dass das. Ist auf alle Fälle ein lokales Produkt eigentlich Produkt, so. Genau. Keine große Chain, nicht sind so groß. Umgestiegen von Starbucks auf Joffreys. Genau, und das in der 50-Jahre-Edition. Und unten drunter. Ist natürlich der Kühlschrank, was auch ganz wichtig ist. Der macht es extra einfach nochmal Sachen zu kühlen. Und dann ist hier unser Zimmer mit zwei großen Betten. Ja, wir haben gar kein Murphy-Bett. Wir haben aber hier eine Ausklapp-Couch für ein einzelnes Bett. Wir haben einen Fernseher mit Welcome Home Gellert Family und dem schönen Member-Logo von DVC. Und wir haben Bademäntel. Die sind mitbezahlt übrigens, die kannst du einpacken. Das ist grundsätzlich so. Dann haben wir die Betten. Handheld Steamer, also falls du deine Hemden bügeln möchtest, ist ja cool. Ja, das ist auch Standard. Ich muss mal eben gucken, sorry. Aber das interessiert mich. Das ist ja geil. Ja, cool. Ja, so ein also ganzer Aufbügeln, auf dem Bügel aufhängen und dann da abdampfen. Dann haben wir hier so eine Bettrolle im schönen Design. Ein Kissen. Und das Ganze ist sehr samtmäßig, sehr schön. Wir haben hier einen Mini-Nachttisch, aber unten drunter gibt es auch USB-A und USB-C Anschlüsse. Jeweils ein. Und? Was hast du gefunden? Nee, ich habe hier schöne Schubladen mit ganz viel Stauraum. Ja, die kann man wirklich mal gut ein paar Tage verbringen. Oder? Ja. So wie die Amis das, glaube ich, machen. Ich weiß gar nicht, wie lange so Amis hier bleiben. Ja, eine Woche oder sonst was. Viel länger sind die hier auch nicht in den Resorts. Hier ist nochmal ein Klappbett, das erkennt man immer in dieser Schlaufe. Das kann genau. Man vielleicht ausklappen. Klapp mal. Mal schauen, ob da ein Design rauskommt. Oh Gott. Nein, kein Design. Einfach nur ein Bett. Okay. Aber auch cool, also wir könnten. Ja, sehr schön. Leute mit einem kleinen Tischchen. Wie gesagt, zwei Queen-Betten. Obwohl das eine Bett ist schmaler als das andere, sehe ich das richtig? Mhm, schwer zu sehen. No. Dann gibt es hier eine sehr schöne Lampe mit richtig schönem Design. Halt alles neu gestaltete Zimmer. Genau, es gibt schöne Nachttischlämpchen, die angehen, wenn man sie ausfährt. Und dann kann man die auch verstellen. Das ist ja auch sehr schön. Und wenn man sie einklappt, gehen sie wieder aus. Und wir haben Theme Park View. Ja. Nicht nur Lake View, sondern auch Theme Park View. Man sieht von hier aus den Hyperspace. Patient ist doppelt gesichert. Space Mountain. Space Mountain. Bei uns ist es der Hyperspace, hier ist es der Space. Genau. Nebenan entsteht noch das neue Gebäude von den Villas. Und wir haben hier tatsächlich die Aussicht inklusive Feuerwerk. Und ich glaube, wir schauen uns das Feuerwerk heute vom Balkon aus an. Oder? Das wäre ein Traum. Machen wir. Weil ich will dieses Zimmer einfach gar nicht verlassen, glaube ich. Ja, wir schauen uns das hier an. Das sollte gut funktionieren. Da vorne ist das Polynesian. Ja, das habe ich gerade schon. Oh, ist das eine Aussicht? Das ist der Hammer. Ja, es ist eine Aussicht. Und wir können mit dem Boot eben rüberfahren. Ja. Wir können die Monorail nehmen, die hier direkt fährt. Aha. Und wir können laufen. Es gibt sogar einen Fußweg zum Park. Genau. Laufen machen wir heute nicht und morgen auch nicht. Und übermorgen sind wir nicht da. Laufen ist keine Option gerade bei der Hitze. Sehr schön. Also, ich hoffe, Steffi gefällt das Zimmer. Schau mal, der Kronleuchter, der hat tatsächlich oben drauf noch so kleine Vögelchen. Und ich sehe jetzt erst, dass das Design von der, wie heißt die Lane, von Mary Poppins auf alle Fälle ist. Wo hier die Banks Family hier wohnt und man sieht auch sogar das Nachbarhaus mit dem Schiffdach, mit dem Rooftop in Schiffform. Ja, und das hier wollte ich noch zeigen, dass der Kronleuchter hier dann auch mit so ganz feinen Vögelchen gemacht ist. Das ist toll. Und hier sieht man auf der Rolle dann auch, dass das Mary Poppins Design ist. Wartet.
zack. Das geht nicht mit einer Hand. Also hier ist auf jeden Fall, sind die Pinguine. Ja. Da ist der Schirm. Mary Poppins hier drauf ist, glaube ich, nicht. Aber es ist ja, aber das ist halt sehr dezent, aber sehr schön gefilmt. Ja. So, wow. Ich muss mal die Koffer reinholen, sonst sind die gleich weg. Die sind dann am Empfang abgegeben. Hier ist, glaube ich, sogar eine Schmuckkiste. Ah, ein Föhn. Ja, ein Föhn. Klar, weil hier ist ja der Beauty-Tisch. Das hier macht ja der Hausherr sich dann fein. Ich bin das gar nicht gewohnt. Mit einer Bank. Nein. Wo ich dann sitzen kann. Du? Ja klar, ich muss mich ja morgens vorbereiten. Okay, interessant. Sehr schön. Richtig Hammer. Schön. So, das Zimmer ist extrem beeindruckend. Das ist echt wirklich sehr cool. Der Ausblick auf den Themenpark und die ganze Anlage. Ja. Steffi ist hochzufrieden. Und wir gucken uns jetzt nochmal das Resort hier an, wobei wir das eigentlich kennen, weil wir hier Thanksgiving schon mal essen waren. Zu so einem Turkey Special. Aber trotz alledem checken wir das mal eben. Hier ist dann der Eingang zum Grand Floridian Café. Da haben wir morgen früh das Frühstück. Hier ist der Hauptpool und dort ist das Gebäude 9 Big Pine Key, wo wir sind. An jeder Ecke gibt es DVC-Schildchen. Und hier ist dann auch das Gebäude, wo wir damals waren, ne? Da stand ein großes Lebkuchenhaus hier schon rum. War Thanksgiving, aber... Thanksgiving, aber danach fängt das von Weihnachten. Genau, wow, das ist echt groß, ne? Ja. 1, 2, 3, 4, 5 Stockwerke nach oben, also 6 insgesamt. Und oben gibt es Shops und auch noch ein Restaurant. Ja, da oben ist ein Shop zum Beispiel. Es gibt aber auch ein Restaurant noch, glaube ich. Ja. Und dann gibt es ein Restaurant, wo wir waren, das war so ein bisschen, das hatte einen eigenen Pavillon, glaube ich. Genau, das ist außerhalb am Wasser, Richtung See. Genau. Richtung Theme Park ist das auch. Ja, sehr schön, dann schauen wir uns das mal hier an. Shops sind alle was kleiner und thematisch voneinander getrennt. Das heißt, hier sind wir jetzt in dem, ja, noch nicht Luxus, aber halt... in dem etwas nicht so Disney-Merch-mäßigen, so, wo es halt so verschiedene Sachen gibt. Von Vineyard und Coach und ja, Parfüms und also was. Ist wirklich nicht sehr groß, aber schöne Sachen auch. Also das war der Curious Clothiers. Und jetzt gehen wir zur Sandy Cove. Das ist dann der nächste Shop. Wie gesagt, hier gibt es mehrere. Aber das ist aber auch ein schöner Essensraum von der Aussicht her. Großartig. Auch von hier aus Theme Park View. Hier haben wir den Sandy Cove Store neben dem DVC Display. Gifts and sonst was. Hallo. Okay, auch hier ein bisschen Homeware. Und Disney Vacation Club Specials, auch cool. Sehr schön. Und Koffer. Hier gibt es noch mehr Koffer. Das Gebäude hier ist wirklich schön. Weil wir müssen mal schauen, wie teuer jetzt heute zum Beispiel die Zimmer hier sind. Ja. Ohne irgendwelche Mitgliedschaften, sondern einfach, was da an Geld drin steckt. Ich mag das Grand Floridian aber total. Also es war immer so ein Traumresort, was ich besonders toll fand.
rauf in die zweite Etage. Der Lift fährt auch nur in die zweite Etage, weil das halt so das Verbindungsstück zu dem Level 2 Shops ist. Das ist cool, ne? Und hier auf dem Level, wo auch der Monorail hält, also auf der zweiten Etage, ist dann der klassische Disney Store. Hast du was gefunden? Das sind so die Sachen, die wir dann auch kennen, ne? Also. Oh, hier zum Beispiel für 129 die Pocahontas-Figur. Ist auch eine limitierte Auflage. Auch nicht sonderlich groß, nicht sonderlich viel Auswahl. Den Monorail möchte ich immer noch haben, der ist echt cool. Passt aber auch nicht in den Koffer. Speaking of Kofferplatz. Und dann geht's hier raus. Ich zeige nochmal den Übergang zur Monorail-Station. Der fährt auch bis Mitternacht von 7 Uhr morgens an. Und dann haben wir hier die Aussichtshalle. Also die Main Hall. Und die Aussicht von der Main Hall. Der nächste Shop ist Base & White. Hier gibt es auch ein paar Produkte, die Disney-exklusiv sind. Also Disney-branded sind. Ja, im Endeffekt ein preisgünstiger Seifenladen. Schade, dass es kein YouTube mit Duftübertragung gibt. Wird sich lohnen. Sehr, sehr duftintensiv hier. Hier gibt es eine Boutique. Pluto Soap Shaper, wo dann eine Hand rauskommt. Oh, no, not yet, thank you. Und ein Mini Soap Shaper, wo eine Blume rauskommt. Das ist ja toll. Und Steffi guckt schon, was er alles braucht. Schöne Sachen. Sehr cool. Zum Glück sind unsere Koffer voll. Voll, wie übervoll. Sonst hätte etwas hiervon definitiv den Weg nach Hause gefunden. Aber es gibt wirklich kaum eine Chance, da irgendwas zu machen. Also wir sind drüber vom Gewicht und es wird schwierig. Aber die ganzen Seifen zum Beispiel, echt Hammer. Weil die alle ganz tolle abgefahrene Düfte und Kombinationen da drin haben. Das alles coole Motive sind, die da verbaut wurden. Ein sehr schöner Laden. Aber raus. Wir müssen weiter gucken, weil der Pool ruft und der Park auch. Und die Bibidi Babidi Boutique hat leider geschlossen. Hier ist dann das Citricos, das andere Restaurant, was wir hier haben, Victorian Alberts. Ist abends nur geöffnet. Richtig schön ist die Bar hier, genau, die hat bis 11 Uhr heute Abend geöffnet, habe ich schon gesehen, Steffi. Die soll sehr schön sein und hat nur ein Dollarzeichen laut App. Also, Namen der Bar ist Enchanted Rose.
da werfe ich mal einen Blick rein. Okay, das sieht schön aus, oder? Ja. Wow. Oh, schön hier auch mit der Wanddekoration. Und dem Outdoor-Sitzbereich. Ich laufe dann jetzt mal weiter nach unten. Schön das Treppenhaus hier. Super geräumig, riesengroß das Resort. Wir sind jetzt hier erstmal am Pool. Und hier läuft gerade eine Trivia und Steffi ist schon im Pool. Und da hinten kommt die Rutsche raus und da hinten geht es dann zur Rutsche hoch. Die Liegen sind größtenteils belegt, aber oft ist da keiner mehr. Das heißt, wir haben jetzt trotz alledem problemlos eine bekommen. Und hier ist Donald. Hi Donald. How are you? Okay. Er möchte keine Interviews geben gerade. Und wunderschön wird man auch am Beach liegen. This one's super top of Brazil. Aber hier liegt gar keiner. Und hier sind wir gerade schon lang gelaufen. Hier gibt es ein Beachvolleyballfeld. Und natürlich das obligatorische Schild mit den Alligatoren. Alligators and snakes in area. Stay away from water. Ja, kann ich mir vorstellen. Da habe ich auch keine Lust drauf. Immer noch nicht. Donald, pass mal da unten auf. Da sind Alligatoren. Ja. Ich weiß nicht, ob die zu allen Uhrzeiten kommen. Vielleicht sind die auch nur abends da. Und Donald weiß das. Das kann schon sein. Das ist unser Hotelgebäude. Und hier gibt es dann den Fireplace, wo es dann auch abends Marshmallows gibt. Das ist nicht wirklich schlecht hier. Ich kann da nicht viel gegen sagen. Eigentlich gar nichts. Die Sonne ist ein bisschen warm. Vielleicht sollte ich darüber was meckern. Ich zeige noch den Kids-Bereich. Und das hier ist der Nebenpool, wie gesagt. Es gibt noch einen größeren Pool. Das hier ist das Hauptgebäude, da ist die Enchanted Rose, wo wir gerade gucken waren. Und da ist der Monorail, der jetzt hier in der Station steht. Hier sieht man auch, hier ist was mehr Platz. Ja. Auch das sieht nach Spaß aus. Wo ich schon einmal filme, dann packe ich die Kamera gleich weg. Zeige ich mal eben, dass es auch hier Joffreys Coffee gibt. Mit den Getränkestationen, wie wir die kennen, mit den Bechern.
Und einen Caesar Salad with Chicken Lobster Sliders Burger. Wow. Okay, das wird gleich schwierig. Ja. So. Genug gezeigt. Ich bin jetzt im Pool, weil das habe ich mir verdient. Außerdem ist es warm. Und ich habe keine Lust, in den Themenpark zu gehen. So, wir waren schwimmen. Das Sportprogramm haben wir hinter uns. Und jetzt gibt es was zu essen und Ananassaft. Und unser Essen ist auch angekommen. Und es fällt etwas schwer, nicht in den Park zu gehen. Mir zumindest. Mir gar nicht. Ne? Steffi hat auch einen Burger. Und oh ja. Es ist ganz schön hier. Und jetzt geht's in den Park. Steffi wollte eigentlich nach Möglichkeit heute abhängen und auf Zeit spielen, aber der Pool wird gerade geschlossen, weil es sieht ja nach Gewitter aus. Ich weiß nicht wo. Ich habe keine Ahnung. Da hinten ist etwas dunkler. Da ist etwas dunkler. Ich sehe hier keine Blitze, ich höre keine Blitze, aber der komplette Poolbereich wird geschlossen. Das ist, wie Disney funktioniert, immer auf Nummer sicher. Und ich habe vergessen zu erwähnen, dass die Rutsche gar nicht so schlecht ist. Da waren wir auch drauf. Und das ist auch sehr schön gewesen. Aber jetzt geht's zurück ins Zimmer und ab in den Park. Also dort hinten ist es tatsächlich etwas dunkler und prompt, wo ich anfange zu filmen, höre ich auch ein Donner. Also ein bisschen was kommt rein. Aber ich hätte noch ein paar Minuten im Pool bleiben können. Welcome home. Oh, thank you. 14:52 Uhr. Es ist am Regnen, wie sonst was. Eigentlich ein paar Minuten zu früh. Man kann das Polynesien noch erkennen. Aber man kann so eben jetzt zum Beispiel gerade nicht mehr das Disney-Schloss noch erkennen. Also Cinderella's Schloss. Also das ist jetzt schon was hier runterkommt. Insofern machen wir uns jetzt mal auf den Weg in den Park, um nass zu werden. Gute Nachrichten, in dem Moment, wo wir raus sind aus dem Zimmer, hat es definitiv genau dann aufgehört zu regnen. Das heißt, wir können jetzt ganz normal in den Park und ich hoffe sogar, dass einige Leute jetzt abgehauen sind, weil sie dachten, die große Gegenshow fängt an. Er ist mit dem Klavierspieler, Pianospieler, ist auch recht stilvoll. Steffi wartet schon auf den Monorail-Eingang. Aber ich wollte noch mal zeigen, dass die hier auch tatsächlich so Fotos machen von dem Fotografen mit so einer Leinwand und Magic Shots und allem drum und dran. Also auch hier kann man vom Fotopass profitieren. Aufi? Monorail ist gerade weg. Ah, dann erzähle ich noch so ein bisschen von der Geschichte des Hauses hier. Überbrücke noch die Zeit mit irgendwelchen Geschichten über die Geschichte. Und der Kern der Geschichte ist ja, dass das hier aus Florida ist. Grand Floridian. Mehr gab es da nicht zu recherchieren.
So, wir sind jetzt auch den Security-Bereich hier durch, weil wenn wir hier dann einmal durch sind, dürfen wir gleich direkt in den Park rein und haben es sozusagen schon geschafft. Und hier kommt auch schon der Monorail und in einer Station sind wir schon im Park. Und wir verlassen das Grand Floridian, das ist der Security-Bereich. Und sitzen im Monorail. Auf geht's zum Park. Ich freue mich total. Was ist dein Lieblingsride heute? Was möchtest du unbedingt machen? Wir müssen Ariel noch machen. Es ist zwar ein Babyride, aber da müssen wir noch mal rein. Dann würde ich, glaube ich, gerne die 7 Mile Mine machen. Okay, auch eine gute Option. Und Haunted Mansion natürlich, Pirates, das sind so die Klassiker. Oh, schau mal, wie schön das Schloss in der Sonne ist. Ja. Ich möchte noch Haunted Mansion noch mal machen, weil der White war auch wirklich anders. Und hier sind wir. Das ist die Station. Und auf den zwei Wegspuren kommen wir dann jetzt sofort in den Parkeingang rein. Welcome to Magic Kingdom.